Quadrat oder nicht? Oder was? Kreis? Ah. Ach, boah, ist das mega ätzend gerade hier. Mann, ich hab doch Kreis gedrückt. Setz dich doch hin, du Pisser. Boah, ist das ätzend. So. Holy. So, da haben wir wieder ein paar Slogs. Und ich weiß nicht mehr, woran ich eben am Erzählen war. Natürlich. Kennt man ja von mir, ne? Hm. Ich weiß nicht mehr, was ich am Erzählen war. Ah, jetzt kommt wieder so eine lange Rennstrecke. Rennstrecke. Oh, Fledermäuschen waren da. Und ganz viele Minchen. Hui. Ach, das ging ja. Elo war ein überaus flinker Lindwurm und so gelangte Abe schon bald zum Turm. Ja. Heute war übrigens voll schön. Es hat den ganzen Tag gepisst. Und es war dunkel. Und nicht so warm. Komm doch mit. Was los? Finde ich gut, das Wetter. Nee, nicht da drauf. Warte. Du sollst warten, du Pisser. Komm her. Ich rede mit dir. Das ist ihm egal, ne? So, schnell da rein. So, dann müssen wir jetzt hier erstmal hoch. Nach unten. Kommen wir von hier aus darüber? Ne. Da müssen wir erstmal hier den. Nee. Ah, okay. Und dann die Minchen kaputt machen. Wunderschön. Dann denke ich mal wieder den umstellen. Nö. Nee. Hier ist auch so eine Kackfliege in meinem Zimmer, ne? Was habe ich denn jetzt? Ach, egal. Oh, jetzt muss ich zuhören. Ich glaube, es hat mit tief angefangen. Tief, hoch, hoch, tief, tief, hoch, pup. Was habe ich gedrückt? Nee, das hat ihm nicht gepasst. Oh Mann, das kotzt mich so an mit meinen Boxen, ne? Okay, dann ohne. Nee, auch nicht. Ah, okay, jetzt haben wir's.
Ach Gott. Komm mit, Elom. Whee. Komm mit, habe ich gesagt. Eben die ganze Zeit mitkommen wollen und jetzt auf einmal nicht mehr, oder was? So. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen Leute platt machen. Also was heißt Leute? Heißt nix, ne? Nummer 1. Nummer 2. Ich glaube, das war sogar schon. Jo. Jo. Mal wieder ein Quicksave machen. Ach genau, einen Salat habe ich Mr. Turtle angeboten. Ich glaube, da war ich dran am Erzählen. Ist nicht so sein Ding. Also aus der Hand hat er nicht gefressen. Habe ich es ihm reingeschmissen. Hat er abgebissen, hat es aber wieder ausgespuckt. Paromonia, das Eroberungsfeld der Mudaken-Ahnen ist wahrscheinlich, nee, wahrlich der reinste Vergnügungspark, wenn du wild gewordene Paramines, herabstürzende Felsen und Schüsse in den Rücken vergnüglich findest. Deutsch und so. Hui. Da sieht man übrigens so das Nest, ne? Schön ist, man kann auch auf dem Elum chanten. Auf Wiedersehen, Elum. Wir müssen das leider hier stehen lassen. Okay, jetzt müssen wir wieder ein bisschen platt machen. Ah, da war noch ein Slug, den habe ich gar nicht gesehen. So. Ah, da vorne war auch noch einer. Das Elum hat gerade einen Moonwalk gemacht. Grinder. Paramonischer Tempel. Bah. Spinnwebens und so, ne? So. Da sieht man, hat man gerade schon einen Paramite da hinten sich runterseilen sehen. Achso, ja, genau. Wir müssen den ja erstmal hier rüber locken. Und ganz hier rüber. So, bleib hier. So. Weil ganz auf der linken Seite funktioniert dieses komische Auge nämlich nicht da oben. Deswegen können wir jetzt hier erstmal alles bereinigen. Und ich muss unbedingt an die Quicksaves denken. Na, machen wir es so. Ping! Okay, das war's schon. Quicksave. Bisher noch keine Geheimgänge. Kommt, glaube ich, erst auch bei diesen einzelnen Türen. Ich glaube, auf dem Weg dahin gibt es noch nichts. Ach, yo. Fledermaus-Attack. Willst du nicht funktionieren? Okay, dann halt nicht. Nimm dich vor der Ledermaus in Acht. Was aber leider hier nicht funktioniert, weil im Originalteil wäre dann genau, wenn in Acht
gekommen wäre, wäre man direkt tot gewesen, weil die Fledermaus einen gekillt hätte. Sehr cool auf jeden Fall, aber haben sie hier irgendwie... Entweder stand ich falsch oder nicht berücksichtigt, keine Ahnung. So, weiter geht's. Elfs Magen vertrug nicht die Pyramide-Pastete, doch nun ging es erst richtig los, die Fete. Fete. Ach, wie süß. Schön, wie es sich dreht und so, ne? Pyramides. Pyramides sind nicht gerade hübsch, aber wenn du auf ein paar triffst oder sie gegen eine Wand drängst, dann wird es echt fies. Folge ihnen, wenn du dich traust, aber lass dich dabei nicht in eine Falle locken. Trieze die Pyramides, indem du Fleisch wirfst. Weiter? Oh, Steinschloss. Das hatten wir schon und ich will das Wort nicht nochmal vorlesen. Da habe ich ja immer ein paar Problemchen. Was ist das denn? Ah, das ist bestimmt der Dings. Oh, das sieht so nice aus. Wir können uns jetzt hier angucken, wie das aussieht. Ja, aber so ganz so können wir uns das auch nicht angucken, ne? Da sieht man es ganz gut. Da sind sogar die Fledermäuse und Slogs eingetragen. Aber keine Geheimgänge. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hier... Doch, hier gibt es Geheimgänge. Auf jeden Fall gibt es hier Geheimgänge. Fangen wir mal hier hinten an. Ich weiß jetzt, also wenn ich das Level sehe vom Anfang, dann weiß ich, was es ist. Aber was sich jetzt hier hinter den Türen so verbirgt, direkt kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß jetzt gerade im Moment auch noch nicht, was das hier ist für ein Level. Doch, jetzt weiß ich es aber. Da kann man hier hoch, genau. Das war auf jeden Fall... im Originalteil ein ekelhaftes Level, weil das war echt ein bisschen schwierig. Okay, hier können wir uns schon das Dings, das Glockenspiel holen. Hier hätten wir nochmal Fleisch, aber wir haben ja schon Fleisch. Und da oben gibt es, glaube ich, sogar einen Geheimgang. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Kann auch sein, dass ich mich mit dem Level vertue. Ja, ich habe mich mit dem Level vertan, weil da gibt es noch so ein ähnliches. Wo dann aber, wo die Kugel rollt, da ist dann Geheimgang. Ja, und ab in den Hintergrund. Ab in den anderen Brunnen. Dann machen wir hier das Steinschloss an. Und da haben wir schon soweit. Ist das nicht übermäßig gut? Müssen wir... Stehst du denn da? Stehst du? Das ist ganz fein. Ja, okay, das war easy. Die haben noch nicht mal Fleisch gebraucht. Weil die drehen da unten jetzt voll ab. Immer hier zur Seite gehen, weil manchmal kommen da Fledermäuse raus. Und ich weiß nicht, ob die den auf hart einen killen. Das wäre nämlich sehr doof. Yay, da hätten wir schon mal das erste und dann machen wir direkt mit dem nächsten weiter, ne? Ich glaube, Paramonia mache ich heute noch fertig. Weil ich bin jetzt erst eine halbe Stunde am Aufnehmen, das sind wieder nur 2 Tage. Und 4 Tage würde ich eigentlich schon ganz gerne haben, weil dann ist die Woche wieder rum. Da war... Hier oben ist das, genau. Hier oben ist das Geheimnis. Da ist das Glockenspiel. Und unten ist das Steinschloss. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich selbst töte. Nee, tue ich nicht. Okay. Dann holen wir uns hier... Holen wir uns hier erstmal das Glockenspiel. So gut, dass man sich das nicht merken muss, ne? Und dann machen wir erstmal den Kram oben fertig. Habe ich noch das Fleisch? Nee.
Das wär's ja gewesen.